Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute was total Verrücktes, nämlich wir machen heute eine Mojito-Flanksteak vom Schwein. Wenn ihr wissen wollt, wie man das macht und ob das schmecken kann, dann bleibt am besten dran. Auf die Idee zu dieser Versuchsküche, möchte ich es mal nennen, bin ich gekommen durch die Gewürzmischung von Nord-Nord-Pot und zwar Mojito. Wenn ihr sagt, habe ich nicht, keine Angst, ihr könnt auch einen fruchtigen Rub nehmen, zum Beispiel Sauerländer Karibik, guckt mal bei uns auf der Internetseite. Ja, und ich würde sagen, dieses crazy Gericht, da legen wir mal direkt mit los. Wir brauchen als erstes mal ein Flanksteak vom Schwein. Wenn ihr keins habt, kein Problem, nehmt ein Schweinefilet. Und da kommt jetzt Ricotta-Frischkäse rein. Und dann eine Mojito-Marmelade, in meinem Fall von Sydney und Francis. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eine Orangenmarmelade nehmen. Dann, um da ein bisschen Gewürze reinzukriegen, nehmen wir etwas Rucola und legen den mit da rein. Und damit das Ganze die Krone aufgesetzt bekommt, schneiden wir eine Limette runter und lösen die Filets auf. Die Filets kommen auch mit in das Filet, beziehungsweise in meinem Fall in das Flanksteak, nicht das Filet. Und dann rollen wir das Ganze auf und würzen das von außen, in meinem Fall mit Mojito Sweet. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch alles mögliche andere nehmen, was fruchtig ist. Dann wickeln wir da noch Bacon drum und jetzt kommt das Ganze indirekt auf den Grill bis zu einer Kerntemperatur von 65 Grad. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um eine super easy Beilage. Dafür schneiden wir eine rote Zwiebel fein auf und etwas violetten Spargel. Den habe ich jetzt beim Einkaufen gesehen, fand ich cool, habe ich mitgenommen. Wenn ihr den nicht kriegt, kein Ding, nehmt einfach grünen. Wenn wir das aufgeschnitten haben, erhitzen wir eine Pfanne mit etwas Olivenöl auf dem Grill und geben diese beiden Zutaten da rein und rösten das Ganze an. Wenn wir das gemacht haben, ein wenig Tomatenmark mit dazu und das Ganze etwas simmern lassen. Jetzt in der Zwischenzeit, während das so vor sich hin köchelt, brät, könnt ihr Tomaten schneiden. Und zwar Cocktailtomaten, die einfach in der Mitte halbieren und mit zu den übrigen Zutaten geben und das Ganze miteinander verrühren, bis die Tomaten so ein bisschen schrumpelig geworden sind. Dann ist fertig. Dann nehmt ihr die Pfanne vom Grill und packt den Inhalt der Pfanne in eine Schüssel. Jetzt kommen da ein paar vorgekochte Nudeln zu, dann wird das Ganze einmal durchgemengt. Und das war's dann auch schon. Ihr könnt dann die Nudeln auf einem Teller anrichten, das Flanksteak in der Mitte durchschneiden, ein paar Scheiben davon schneiden und dann diese Scheiben oben auf den Pasta mit anrichten. Ja, und fertig ist der ganze Zauber. Wenn ihr euch fragt, kann das überhaupt schmecken, dann muss ich euch leider sagen, ja. Also Mojito, da ist ja Minze drin, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, auch in der Marmelade war übrigens Minze drin, aber zusammen mit Schwein schmeckt das total großartig. Ihr habt halt in dieser Kombination, wie ich es jetzt gemacht habe, so eine leichte Schärfe von dem Rucola, eine Milde von dem Ricotta, dann eben diesen Mojito-Flavor, die Säure von diesen Limetten, die da drin sind. Es war wirklich richtig großartig, sage ich ja nicht so oft, aber in dem Fall sage ich, es war mega großartig, hätte ich niemals mit gerechnet. Zusammen auch mit dieser fruchtigen Pasta, da waren ja nicht viele Zutaten drin, war das eine ganz tolle Nummer und ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, macht das mal nach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben und natürlich einen wohlwollenden Kommentar hier unten drunter. Wenn ihr gerade eh da unten seid und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt nachholen, denn so verpasst ihr auch nichts mehr, was hier auf dem Kanal so passiert. Wenn ihr mich unterstützen wollt, entweder unten in der Infobox, dort findet ihr ein paar Amazon-Links oder auf unserer Homepage, da gibt es demnächst einen eigenen Online-Shop mit unseren Produkten. Da könnt ihr mal durchstöbern. Die werden auch noch mit Liebe verpackt, nämlich von mir. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr bleibt mir gewogen und sage bis zum nächsten Mal. Macht es gut, tschüss.